Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu YouTubers Live. Und wie das YouTubers Live so ist, ich habe eben vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Gestern noch darüber nachgedacht, hey, das kann mir eigentlich nicht passieren, und dann ist mir doch passiert. So, wir haben gerade eben Counter-Strike-Video aufgenommen, Teil 2, und wir hatten eigentlich vor, ins Kino zu gehen, aber das knackt gerade alles gar nicht. Beziehungsweise ich habe die Aufnahme dann damit quasi nicht weiter verfolgen können. Das war leider etwas Fail, aber gut, wir haben nicht viel gemacht, außer dass ich mir einen neuen Bildschirm gekauft habe und eine neue Tastatur, ein neues Headset. Ein paar gute Kommentare, ein paar schlechte Kommentare, okay. So, jetzt müssen wir aber endlich mal essen, sonst verhungern wir auch noch. Und danach müssen wir wieder lernen. Ah, gut, da tut sich was. Und danach gehen wir lernen. So, los geht's. Nein, ich muss lernen, Entschuldigung. Ich muss für die Schule was tun, die Prüfung ist in Kürze und unsere Mutter schimpft sonst mit uns. Ciao Mutti, ich gehe gerade lernen. Voll genatzt. Die will uns ausmotzen, dass wir hier nicht am Lernen sind, und dann hauen wir ab zum Lernen. Jetzt kommen wir nach Hause und jetzt gibt es einen auf den Deckel. Hallo, ich habe gelernt, meine Güte. So, die Prüfung steht bevor. Wir sind immer noch nicht gut genug. Wir müssen gucken, dass wir was Besseres als ein 3 bekommen. Wie geht das Scheißding wieder weg? So. Wir müssen weiter lernen gehen. Lernen, lernen, lernen. Tut mir leid, dass wir jetzt gerade nicht mehr so YouTubers Live-Videos machen. Da tut sich ja sowieso noch etwas. Aktuell. Supi. Und weiter gelernt. So, was hat er? Hallo, magst du einen derzeitigen Telefonanbieter? Ich bin nicht sicher. Nein, 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 bla. Habe ich eben schon mal gemacht und dann wurde ich nur verarscht. Dann stand da, du bist der üblichen Masche auf den Leim gegangen und die Internetverbindung ist nicht besser geworden. Guter Fang. Telefonanbieter versuchen immer neue Sachen zu verkaufen, aber die Internetleitung bleibt immer dieselbe. Haha. So, dann weiter lernen, denn wir müssen. Das Prüfungsdatum steht kurz bevor und wir wollen eine gute Note haben, damit wir vielleicht mal von unserer Mutti was geschenkt bekommen. Dann sehen wir auch, was das bringt. So. Ah, mich ärgert das jetzt, dass ich eben 10 Minuten aufgenommen habe für nix, beziehungsweise nicht für nix, sondern euch fehlt jetzt ein wenig was und ich konnte es nicht zurückspulen. So, wie schaut's aus? Prüfung ist am 28. Wir haben fast eine 1. Scheiße. So leid es mir tut, liebe Leute, liebe YouTuber da, ich muss jetzt nochmal in die Schule gehen. Formelle Begrüßung. Okay, einfache Verabschiedung. Hatten wir das nicht schon? Okay, wir sind Level Up. Wieder neue Karten. Philosophisches Kommentar. Boah, 9, okay. Das nehmen wir mal mit. Braucht 9 Dings. Ist bestimmt mega cool. So, jetzt gehen wir weiter lernen. Noch mehr. Formelle Begrüßung. Lustige Kritik. Dann nehmen wir die Karte hier. Und wir können weiter. So, aufrüsten. Okay. Ciao, Claudia. Und schon wird weiter gelernt. Unser Gehirn raucht gleich schon ab. Mitten in der Nacht mal wieder. Ah, okay, nee, die ist putzen, mehr nicht. Dashin kommt jetzt wieder rein und wollte uns foltern, dafür, dass wir hier... Ah, verdammt, wir müssen weiter lernen. Lernen. Wir wollen eine 1 haben. Lauf, Claudia, lauf, lern was. Es ist zwar schon Abend, aber egal, gehst halt in die Abendschule. Und danach brichst du auf dem Gelände ein. Ja, so ein 0 Uhr gelernt. Und zu Hause, okay. Wir sind Stufe 7, wir haben schon wieder lustige Kritik. Das nehme ich jetzt mit, diesmal. So, wie schaut's aus? Sind wir denn diesmal jetzt schlau? Wir könnten jetzt eine 1 schaffen. Wir haben den 28. Februar. Und wie ging das jetzt nochmal zur Dings gehen? Prüfung? Pflichtveranstaltung. Wie oft du gelernt hast? 11 Mal. Okay. So, und wie komme ich jetzt nochmal dahin? Prüfung. Okay, schau, Claudia. Viel Erfolg. Mal kurz gucken. Sind wir denn vorbereitet? Ah, okay. Jetzt können wir eh nicht gucken. Oh, eine 2 plus, bemerkenswert. Sehr schön. Sind wir voll die Streber. Guck mal, wie die Mutti strahlt. Oh, hast du aber toll gemacht. Hier. Oh, knuddeln. Fantastisch, ein 2 plus ist eine wirklich gute Note. Ich bin so stolz auf dich. Also kriegst du $50 als Belohnung. Mach weiter so. So, jetzt mal schnell aber was futtern. Nein, nein, ich wollte... Nein, brech das ab. Nein. Ich wollte nur was essen gehen. Und danach schlafen gehen. Oh, da kommt sie noch dazu. Was will sie jetzt? Hier schön das Essen erstmal reinhauen. Wir haben übrigens noch mehr Räumlichkeiten. Das hier der Innenhof? Scheint so.
Möchte dich heute Abend gerne ins Kino einladen. Mal kurz. Ja, gut, dann komm, dann gehen wir ins Kino. Das hatte ich ja eben schon mal vor. So, schlafen abbrechen. Komm, abbrechen. Du hast doch geschlafen. Hallo? Claudia, meine Güte. Komm, jetzt ab. Geht ins Kino. So, zum Event gehen. Können los. Ab ins Kino. Ja, dann machen wir das jetzt heute mal in der Folge, nachdem wir es letztens abgebrochen haben. YouTubers Live, das Kino lädt. Da ist die Mutti. Und ganz viele andere Leute. So, dann unterhalten wir uns eben mit ihr. Wir könnten mal ein bisschen mit ihr flirten. Hi. Oh. Das mit dem Flirten hat nicht gepasst. Dann Geschenk geben. Was könnten wir denn schenken? Oh, meine Güte. Die ist aber... Naja, reden wir mit ihr. Die will einfach immer nur quasseln. Quasseln, quasseln, quasseln. Weiter quasseln? Nein. Wer bist du denn? Liliane. Profil ansehen. Gucken wir mal. Liliane ist Level 1. Du kannst doch keinen Mitarbeiter einstellen. Ach so. Beziehungen, Chatten. Wen haben wir denn jetzt hier noch im Petto? Mit wem können wir uns hier unterhalten? So wie das ausschaut, bleibt die Zeit auch hier stehen. Jetzt haben wir endlich mal etwas Luft. Wer bist du? Wer ist er? Okay, der ist Rang 21. Da ist ein berühmter YouTuber. Auch noch ein Level 1, Philipp. Vielleicht sollten wir uns mal mit dem hier, mit dem Nikolas unterhalten. Hallo, Nikolas. Ja, witzig, hä? Haben wir ein Witzchen gemacht? So, Nikolas, genug geredet. Ich will mir mal umgucken, wen haben wir denn noch alles hier? Für die Presse posieren. Okay. Sehr schöne Pose. Okay, genug posiert. Du kannst nun gehen. Niemand kennt dich. Was? Okay. Türsteher, merk dir mein Gesicht. Irgendwann gibst du richtig Ärger dafür, für deinen Kommentar. Und dann spucke ich dir auf die Schuhe. So, komm. Wir unterhalten uns mit Liliane. Die machen wir jetzt zur Profi-YouTuberin. Hallo, Liliane. Mal weitere Freundschaften abschließen. Nicht, dass sie hier eifersüchtig wird. Weiterreden. Wir wollen erstmal den Freundschaftsstatus etwas erhöhen. Wer bist du denn hier? Der sieht aus wie so ein Profi-Gamer. Schöner mexikanischer Schnäuzer. Man kann hier die Kamera aber nicht drehen. Nein, nein, weiterreden. Hallo, unterhalte dich mit Liliane. Ich trinke gerade so einen Energy-Drink. Wir können uns jetzt gegenseitig Bekannte nennen. Vielleicht sehen wir uns demnächst. Ah, und hier können wir jetzt mit ihr reden und reden und reden und reden. Und die Zeit geht nicht um. Somit können wir, also das mit dem Interagieren mit anderen virtuellen Charakteren ist schon etwas einfacher, weil die Zeit halt nicht umgeht. Allein jetzt schon wären 4 Tage um gewesen in unserem Zimmer. So ist das bei Gamern. Wenn du sitzt im Zimmer, du spielst irgendwas nur 10 Minuten und plötzlich sind, keine Ahnung, ist eine Woche um und du hast es gar nicht gemerkt. So, weiterreden. Komm, Liliane, wir werden jetzt beste Freunde. Du hast aber ein schönes Top an da und die Energy Drink, du siehst super. Mal gucken, wie lange das dauert, bis wir die auch freundlich haben. Reden, reden, reden. 3 Interaktionen können wir hintereinander lassen. Und der Typ hier, der mit dem Mexikaner-Schnäuzer steht, immer noch so da rum und denkt sich so, what the fuck, niemand will mit mir reden. Hey, willst du mit mir reden? Da knuddeln die jetzt erstmal eine Runde und der hier steht da nur und denkt sich so, niemand will mit mir reden. Was hat der denn für eine Brille auf? Oder ist das ein die, ist ein der? Oh, jetzt knuddeln sie. Boah, komm schon. Das zieht sich vielleicht. Hä, was? Ach, jetzt redet der mit unserer Freundin hier. Hallo, voller Smalltalk hier. Bla, 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 bla.
Wir haben es gleich geschafft. Wir haben sie gleich total besetzt. Gleich sind wir Freunde. Noch ein paar Kommentare über die geile Haarfarbe machen. Ja, ja, und gleich geht's los. Gleich sind wir Freunde. Noch ein bisschen reden. So macht man das, bis man befreundet ist. Ja, komm. Ja, Liliana, einen Freund wie dich zu haben, ist großartig. Ich bin sicher, dass irgendwas... Das ging mir jetzt doch so schnell. Wir können aber bisher nicht mehr mit Liliana machen. Beziehung, gut, einladen. Ich kann nicht mehr Leute einladen. Ah, unmöglich. Aber wir brauchen eine größere Wohnung, glaube ich. So, mit wem können wir uns hier noch gut tun und unterhalten? Wer warst du nochmal? Nikolas, das war ja der Rang 21. Wartet mal, nochmal kurz den Rang gucken hier. Nee, die hat gar keinen Rang. Aber hat halt viele Freunde. Oder sind das unsere Freunde? Das sind Kontakte, die wir haben. Wo ist denn Matti? Der mit den grünen Haaren. Seht ihr irgendwen mit den grünen Haaren hier? Nur einen, der sich überhaupt keine Ahnung, der komische Haare auf dem Kopf hat. Komm, drücken wir hier mal. Umarmen. Och nö. Also ganz ehrlich, du bist nicht meine beste Freundin. Ich gehe zurück zu Liliane. Davon abgesehen, wie komme ich denn jetzt wieder von dieser Party hier runter? Dann unterhalten wir uns halt noch ein bisschen weiter mit Liliane. Was? Vlog aufnehmen? Geil. So, wir wollten ja einen Vlog aufnehmen. So, hier, jetzt Video mit Liliane. Du startest die Aufnahme. Tanzende Begrüßung. So, dann geht das Ganze weiter, mit du realisierst, dass das Bild verschwommen ist. Lustiger Kommentar. Boah, was geht denn da ab? Du weißt nicht, was du sagen sollst. singender Kommentar. Und du hast einen perfekten Hintergrundebene. Aber was machen wir denn jetzt noch? Ernster Kommentar? Sarkastisch. Das sieht noch ganz gut aus. Oh, das kam nicht gut an. Okay, ich werde das zu Hause bearbeiten. Video aufgenommen. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Vlog gemacht. Können wir noch eins tun? Nee. Man muss dafür also wirklich rausgehen. Hallo. Liliane, mit uns reden, nicht mit dem komischen Typi da. Nochmal ein Video? Echt? Tut sich gleich nochmal ein Video? Wartet mal, wir brechen mal das Reden ab. So, und jetzt? Was kommt jetzt? Noch ein Video? Oder nee? Ach, das müssen wir zu Hause aufnehmen, alles klar. Komm, wir werden jetzt wirklich Best Friend mit Liliane. Aber ich spule euch das jetzt hier einmal ein bisschen vor, ja? Also ein bisschen fast forward. Alter, wir reißen hier einen Witz nach dem anderen. Hier, reden. Aber wir können jetzt mittlerweile ein paar andere Optionen. Ich mache eben das voll und danach können wir ein bisschen rumflirten. Also wieder weiter vorwärts. So Leute, gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir super beste Freundinnen. Na, nur noch ein bisschen rumgekichern. Die kommt gar nicht mehr dazu zu trinken. Die ist total besoffen, so wie die lacht. Ich bin im Kino besaufen. Komm, noch einmal. Oh, erstmal weiterreden. Nach einem Date fragen wäre jetzt schon ein bisschen zu persönlich. Vielleicht noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Wir kennen uns ja gerade erstmal einen Abend. Okay, wir umarmen uns einfach mal, denn ja, wir verabschieden uns jetzt hier. Okay, och nö, geht nicht. Oh, dann müssen wir uns nochmal kurz ein bisschen mit ihr unterhalten, sonst geht das Ding runter. Das wollen wir ja nicht. So, aber jetzt, wie kommen wir denn hier weg? Wie kommen wir hier wieder raus? Gibt's hier irgendwo... So, ciao. Können wir hier irgendwie... Wir sind besser befreundet mit Liliane als mit ihr. So, können wir jetzt hier irgendwo wieder rausgehen? Ah, geh in den Saal. Gucken wir mal im Saal, was da los ist. YouTubers live. Ich glaube, jetzt müssen wir uns die Kinovorstellung angucken.
Wow, das ist voll. Lass uns Plätze suchen, bevor keiner mehr frei ist. Sitzt Liliane hier irgendwo? Da vorne. Hier nebensetzen. Wartet, da. Da hinsetzen. Es leckt ein wenig. Komm, setz dich daneben, da ist noch Platz frei. Warum kommt kein Ton mehr? Alles leer? Oh, der Kinofilm ist aber kurz. 1:05 geht er nur. Krass. Echt ein schlechter Streifen. Das ist, glaube ich, so eine Liebesschnulze. So wie das klingt. Ich glaube, wir müssen uns mal einen Actionfilm reinziehen. 40 Sekunden noch. Alter. Ich will jetzt aber abwarten und gucken, was passiert, ne? Weil vielleicht kommt da noch irgendwas. Wie gebannt die da alle sitzen und still sitzen und niemand tut irgendwas. Können wir irgendwie interagieren mit irgendwem? Wir könnten... Können wir mit ihr reden? Komm, wir versuchen es mal. Ah nein, wir können im Nachhinein mit ihr reden. Aber wir verschwinden einfach in 13 Minuten, so puff, 13 Sekunden. Ich glaube, das sollen trotzdem Minuten anzeigen. Der Film ging 1 Stunde 5 Minuten. So, 4, 3, 2, 1 und Ende. Okay, das ist genug. Ich gehe jetzt. Okay, das war echt genug. Niemand redet mit uns und wir gehen zurück nach Hause. So, mal gucken, ob unsere Interaktionen jetzt soweit irgendwelche Früchte getragen haben. Geldaufgabe, okay, so, und wir können hier Belohnung 16k EP. Nice. So, du verlierst Abonnenten. Ja, ich muss was aufnehmen. Wir müssen noch das, Video hier machen. Video. Hallo, Video. Ah, okay. So, mit einer Facecam, mit einem Mikro, kein Filter, Stereoaufnahme und fortsetzen. Ich und Liliane im Kino kichern. Porno. Geil. Weiter. Okay, der V-Log. Mal gucken, wie die Nachbearbeitung wird. So, wir haben, naja, Hacke abgeschnitten, würde ich sagen. Scheiße, wie kommen wir denn jetzt da raus? Wir können das nur so machen. Dann können wir es so machen. Und so, naja. Okay. Naja, okay. Unser erster Vaulog. Ich komme nicht darum herum, immer Vaulog zu sagen. Irgendwann mal angewohnt. Weil Vlog ist so Mainstream, deswegen Vaulog. Der World of Warcraft Log. Okay, hochladen. So, weg damit. Alles klar. So, jetzt haben wir aber hier... Es geht das Gerücht um, dass du nur Videos machst, um Geld zu verdienen. Ich denke, es ist besser, sowas zu ignorieren. Du surfst im Internet. Hä? Ignorieren? Verweigern. Ignorieren? Ignorieren wir das mal. Die meisten Abonnenten fallen nicht auf die Lügen rein, aber ein paar schon und diese haben dich deabonniert. Du hast 5% runter. Hallo? So, Mutti. Was? Warum ruft die Schule so oft an? Ich glaube, wir müssen echt mal ausziehen hier. Prüfungsdatum, 31. März. Wir haben den 4. März. Wir müssen mal wieder in die Schule. Aber so komme ich nicht dazu, irgendwelche Videos zu machen. So, lernen. Ab geht's in die Schule. Da waren wir jetzt schon lange nicht mehr. Hingen wir die ganze Zeit im Kino fest. Ich glaube, die Zeit ist doch umgegangen. Bin mir da echt nicht so sicher. Ja, das sieht nicht so gut aus für unser Video. Okay. Komm, genug Videos, genug Dings geguckt. Wir kriegen, doch, einen Abonnenten haben wir dazu bekommen. Juhu! So, aufrüsten. Wir müssen Geld verdienen. Wir haben eine neue Aufgabe. Arbeiten. So, wir brauchen viel, viel Geld. Schuhe putzen, Auto waschen. Auto waschen ist super. Schön die Klamotten vom Leib reißen und nackig übers Auto rutschen. Arme Claudia. So, das Video tut sich was. In Vlog sind wir nicht wirklich doll gut. So, einmal kurz schlafen gehen schnell. Danach gehen wir weiterarbeiten. Wir müssen Kohle für die neue Wohnung ranschaffen. Na, erzähl es allen rum.
Das ist schlecht, wir gehen weiterarbeiten. Was gibt's heute für Arbeit? Juhu, Zeitung austragen, unser Lieblingsjob mal wieder. Und danach müssen wir wieder lernen gehen, damit Mutti nicht einen am Krampf kriegt. Ups, ich wollte mal gucken, wie weit unser Lernstatus ist. Ja, komm, Matti. Sagen wir mal Hallo und dann gucken wir mal das Prüfungsdatum. Oh, wir sind ganz, ganz schlecht. Hey Claudia, ich möchte ein Gameplay-Video machen, da weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du ein Video machen und es hochladen? Ich werde dir das Spiel schicken. Okay. Boah, viel Geld. Ich habe gehört, dass du gute Videos aufnehmen kannst. Würdest du Gameplay von Planet Wars Cutter 2 machen? Ja, akzeptieren wir. Dann machen wir das danach, nachdem wir uns unterhalten haben. Aber scheiße, wir müssen wieder in die Schule zurück. Wir müssen lernen. Okay, diese Aufgabe müssen wir aber auf jeden Fall im Nachhinein machen. So, genug geschattet. Mit Matti befreundet. Ja, okay. Wer ist Matti? Scheiße, und damit ist die Folge auch gleich schon um. Wir gehen jetzt fröhlich in die Schule und ich würde sagen, hiermit machen wir hier erst einmal Schluss. Wir haben heute das Kino erlebt, wir haben unsere Fails erlebt. Die Abonnenten denken, wir machen das nur für Geld und das kann ich echt nicht verstehen. Also Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Wenn ihr auch denkt, ich mache das hier nur für das Geld, obwohl ich keinen einzigen Cent dafür verdiene, schreibt es doch in die Kommentare. Nein, schreibt es auch so in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Es würde mich freuen, von euch zu hören und ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge.